Herzlich willkommen zum Lecturecast Rechtfertigungsgründe. Bevor Sie sich mit den Rechtfertigungsgründen beschäftigen, würde ich Ihnen empfehlen, sich die Funktionsweise der Rechtswidrigkeit anzuschauen. Wir haben einen eigenen Lecturecast dazu. Dann tun Sie sich leichter, die Rechtfertigungsgründe in das Gesamtsystem einzupassen. Wenn wir uns mit Rechtfertigungsgründen beschäftigen, dann müssen wir verstehen, dass die Rechtswidrigkeit ein Urteil über die Tat eines bestimmten Täters, eines bestimmten Schädigers ist. Das heißt, die Frage, hat sich jemand anders verhalten, als die Rechtsordnung das von ihm erwartet? Ganz einfaches Beispiel, Sie und ich, wir treffen aufeinander und am Ende unseres Treffens liege ich mit einer gebrochenen Nase am Boden. Warum? Weil Sie mir einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Jetzt würden wir im allgemeinen schadenersatzrechtlichen Prüfschema sagen, eine Verletzung am Körper, also meine gebrochene Nase, indiziert die Rechtswidrigkeit Ihres Verhaltens und typischerweise stimmt dieses Indiz ja auch, denn wenn Sie jemand anderem mit der Faust ins Gesicht schlagen und ihm die Nase brechen, ja dann ist das rechtswidrig, nämlich eine rechtswidrige Körperverletzung. Das heißt, das Indiz trägt einmal so weit, dass wir sagen, Ihre Verhaltensweise ist an sich problematisch gewesen, ist an sich anders, als die Rechtsordnung sich das erwartet, weil die Rechtsordnung erwartet, dass Sie anderen Leuten nicht die Nase brechen. Aber, und das ist Ihnen natürlich klar, und das ist auch ein Aspekt, den Sie schon im Strafrecht vielleicht näher gehört haben, wo die Rechtfertigung ein besonders wichtiges Kapitel ist, es sind natürlich Konstellationen denkbar, wo Sie mir zwar mit einem Faustschlag die Nase gebrochen haben, aber Sie nicht rechtswidrig gehandelt haben. Weil Ihr an sich rechtswidriges Verhalten, man bricht anderen Leuten nicht die Nase, im konkreten Fall gerechtfertigt war. Und der bekannteste Rechtfertigungsgrund ist natürlich die Notwehr. Ich habe nämlich versucht, in unserem Beispiel, Sie auszurauben. Und Sie haben sich gegen meinen Raubversuch nur dadurch zur Wehr setzen können, dass Sie mir einen gezielten Faustschlag versetzt haben. Natürlich ist das dann nicht rechtswidrig. Es wäre ja noch schöner, wenn man sich nicht verteidigen darf gegen den Räuber, der gerade versucht, einen auszurauben. Aber wie ist die Funktionsweise? Der Gedanke ist, dass Rechtfertigungsgründe das an sich rechtswidrige Verhalten, Nase brechen, im konkreten Fall rechtfertigen. Dass sie also dem an sich rechtswidrigen Verhalten die Rechtswidrigkeit nehmen. Bei der Notwehr ist dafür die Voraussetzung, dass es die notwendige Abwehr eines gegenwärtigen Angriffs auf ein notwehrfähiges Rechtsgut ist. Also kein Notwehrexzess, Sie dürfen nicht mehr machen als notwendig ist. Wenn Sie erfahrener Kampfsportler oder erfahrene Kampfsportlerin sind, dann reicht es vielleicht, wenn Sie mir einen gezielten Schlag versetzen, Sie dürfen mich nicht gleich umbringen. Es muss also die notwendige Abwehr sein. Es muss die Abwehr gegen einen gegenwärtigen Angriff sein. Wenn Sie mich 3 Wochen später auf der Straße treffen, nachdem ich Sie ausgeraubt habe, dann dürfen Sie mich nimmer niederhauen. Und es muss ein Angriff gegen ein notwehrfähiges Rechtsgut sein, also etwa Leib, Leben, körperliche Unversehrtheit, aber natürlich auch das Eigentum, die Freiheit, die sexuelle Selbstbestimmung. Typischerweise sind absolut geschützte Rechtsgüter auch notwehrfähige Rechtsgüter. Vorsicht, das trifft nicht bei allen zu. Ein Eingriff in die Ehre berechtigt nicht zur Notwehr. Das heißt, bevor jemand im Sinne des 1330 Sie beleidigt oder etwas über Sie sagt, was nicht den Tatsachen entspricht, dürfen Sie ihm nicht durch einen Faustschlag das Wort verbieten. Das heißt, die Notwehr ist Abwehr eines gegenwärtigen Angriffs gegen ein notwehrfähiges Rechtsgut und es ist die notwendige Abwehr. Klar ist aber, dass die Notwehr nicht der einzige Fall ist, in dem ein an sich rechtswidriges Verhalten gerechtfertigt wird. Stellen Sie sich vor, ich habe nicht versucht, Sie auszurauben, sondern einen anderen Passanten und Sie haben diesem Passanten geholfen. Notwehr kann das nicht sein, weil ich nicht in Ihr Rechtsgut eingegriffen habe, weil ich nicht versucht habe, Sie auszurauben, sondern den anderen. Aber es ist ja evident, dass auch in diesem Fall Ihr Verhalten gerechtfertigt sein muss. Sie sind dem anderen zu Hilfe gekommen, Sie haben Nothilfe geleistet, also Notwehr für andere, wenn Sie so wollen. Das sind so typische Abwehr- oder Verteidigungsfälle. Aber das sind nicht die einzigen Fälle, in denen ein an sich rechtswidriges Verhalten gerechtfertigt werden kann. Stellen Sie sich etwa vor, ich liege deshalb mit einer gebrochenen Nase am Boden, weil Sie beim Basketball durch einen ungeschickten Schuss mich ins Gesicht getroffen haben. Das kann gerechtfertigt sein, obwohl es ein Eingriff ins absolut geschützte Rechtsgut ist. Warum? Weil wenn man sich bei einer Sportart betätigt, man in das Gefährdungsniveau einwilligt, dass es bei ordnungsgemäßer Ausübung dieser Sportart eben gibt.
Besonders deutlich sieht man das beim Boxen. Es könnte ja schwer sein, dass sich Boxer 1 anschließend mit Schadenersatzansprüchen gegen Boxer 2 wendet, weil Boxer 2 Boxer 1 verletzt hat. Das heißt, alles das, was im Rahmen der Regeln, im Rahmen des gewöhnlichen Gefährdungsniveaus einer Sportart passiert, ist auch gerechtfertigt. Wenn man sich an einer solchen Sportart beteiligt, dann kann halt einmal etwas passieren. Ähnlich wie diese Beteiligung, wie dieses Handeln auf eigene Gefahr, ist auch die Einwilligung zu sehen. Es wäre ja möglich, dass ich einem anderen erlaube, in mein absolut geschütztes Rechtsgut einzugreifen. Ganz deutlich sehen wir das etwa bei medizinischen Heilbehandlungen. Der Arzt, der mit einem Skalpell den Bauch aufschneidet, handelt an sich rechtswidrig, weil Bauchaufschneiden verboten ist, es sei denn, ich habe ihm erlaubt, das zu tun, aufgrund einer Einwilligung in die medizinische Heilbehandlung. Damit sehen wir im Übrigen auch, dass eine Heilbehandlung ohne Einwilligung zu Recht als rechtswidriger Eingriff gesehen wird, und zwar sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich. Denn es ist erst die Einwilligung, die diesen Eingriff in meinen Körper, in meine Unversehrtheit rechtfertigt. Aber auch dort hört die Einwilligung ja nicht auf. Stellen Sie sich vor, die Einwilligung im Piercingstudio für ein Piercing oder im Tätowierstudio. Alles das wären natürlich an sich Körperverletzungen, die aber durch die konkrete Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt werden. Und das ist eigentlich auch ganz schlüssig, denn in einer Rechtsordnung, die die Privatautonomie hochhält, muss es ja zulässig sein, dass ich einem solchen Eingriff zustimme. Ansonsten könnte sich niemand tätowieren lassen, außer er macht sich selber, und das wäre ja seltsam. Gleichzeitig weist allerdings dieses Thema Einbettung der Einwilligung in eine Rechtsordnung, die die Privatautonomie hochhält, auch darauf hin, dass jede Einwilligung gewisse Grenzen hat. Es hat in Deutschland vor einigen Jahren den Fall gegeben, dass jemand eingewilligt hat in seine Tötung durch einen Kannibalen, damit ihn der dann aufisst. Das kann nicht funktionieren. Eine solche Einwilligung ist rechtsunwirksam. In die eigene Tötung kann man nicht einwilligen. Eine solche Einwilligung lässt die Rechtsordnung nicht zu, weil dieses Rechtsgut nicht disponibel ist, weil eine solche Einwilligung den guten Sitten und den Grundwertungen unserer Rechtsordnung widersprechen würde. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht in ein Verhalten einwilligen können, das zu Ihrem Tod führt. Denken Sie sich etwa die Einwilligung in eine sehr riskante medizinische Heilbehandlung. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt und es ist ein hohes Risiko, dass Sie bei einer Operation zum Beispiel versterben, dann ist die Einwilligung trotzdem zulässig. Warum? Ja, weil es über eine solche Einwilligung, anders als beim Kannibalen, kein Unwerturteil gibt. Es spricht nichts dagegen, wenn auch mit einem gewissen Risiko, zu versuchen, sich heilen zu lassen, sich gesund machen zu lassen. Es spricht viel dagegen, sich essen zu lassen. Der Gedanke ist also, dass Rechtfertigungsgründe ein an sich rechtswidriges Verhalten dann doch rechtskonform machen. Und ein Rechtfertigungsgrund, der mir noch wichtig ist, bleibt uns noch übrig. Und der Rechtfertigungsgrund ist deshalb interessant, weil er das Verhältnis von Rechtswidrigkeit und Verschulden recht deutlich macht. Sie erinnern sich, ich habe am Anfang des Lecturecasts gesagt, es ist gut, wenn Sie sich vergewissern, wie Rechtswidrigkeit eigentlich funktioniert, worum es dort eigentlich geht. Und dieser letzte Rechtfertigungsgrund, auf den ich hinweisen möchte, ist der sogenannte Notstand. Der Gedanke des Gesetzes ist dabei, es ist zulässig, dass ich in deine Rechtsgüter eingreife, um höherwertige Rechtsgüter von mir zu schützen. Das klassische Schulbeispiel dafür ist, dass der Wanderer, der vom Wintereinbruch überrascht wird oder vom schlechten Wetter überrascht wird und der droht, am Berg zu sterben, in die fremde Almhütte einbricht. Ist es an sich rechtswidrig, in fremde Hütten einzubrechen? Ja klar, ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht. Ist es rechtswidrig, in eine fremde Hütte einzubrechen, wenn man sonst selber stirbt? Ja, offenkundig nicht. Wiederum, die Erwartungshaltung der Rechtsordnung ist nicht, dass Sie vor meiner Almhütte erfrieren. Die Rechtsordnung erlaubt Ihnen in Wirklichkeit hier, dass Sie in meine Almhütte einbrechen. Der Eingriff ins absolut geschützte Rechtsgut Eigentum indiziert die Rechtswidrigkeit ja nur. Auch wenn meine Tür dann kaputt ist, haben Sie trotzdem nicht rechtswidrig gehandelt. Ich sage nur dazu, das Gesetz sieht da eine besonders gerechte Lösung vor, denn obwohl Sie nicht rechtswidrig gehandelt haben,
können Sie trotzdem im Rahmen einer Eingriffshaftung, also einer Haftung, die nicht einmal rechtswidriges Verhalten voraussetzt, haftpflichtig werden, eine Billigkeitshaftung, bei der die Richterin oder der Richter dann den Haftungsbetrag bestimmen kann. Aber immer ist es notwendig für den rechtfertigenden Notstand, dass die Rechtsgüter, die geschützt werden, die gerettet werden, höherwertig sind als die Rechtsgüter, in die eingegriffen wird. Daher im Almhüttenbeispiel das Leben des Wanderers gegen meine Tür. In dem Moment, wo diese Höherwertigkeit nicht greift, kann die Rechtsordnung aber ja schwer einer Person erlauben, gleichwertige oder vielleicht sogar höherwertige Rechtsgüter einer anderen Person zu opfern, nur um sich selbst zu schützen. Simple Beispiele dazu, wir kennen genug davon aus der Rechtsgeschichte. Es geht ein Schiff unter, es rettet sich die Mannschaft des Schiffes auf das Rettungsboot. Am Anfang hat man noch Vorräte, aber irgendwann einmal werden die Vorräte weniger. Und, wie uns die Rechtsgeschichte lehrt, am Ende dieser Geschichten wird meistens der Schiffsjunge gegessen. Das führt zurück zum Kannibalenbeispiel. Aber der Unterschied ist, dass die Leute in dem Rettungsboot sonst selbst verhungern würden. Die entscheiden sich also, das Leben eines zu opfern, um ihr Leben zu retten. Kann das ein Fall für Rechtfertigung durch Notstand sein? Nein, weil das Leben des einen nicht mehr oder weniger wert ist als das Leben des anderen. Jedes Leben ist gleich viel wert. In dem Fall kann also ein Rechtfertigungsgrund nicht eingreifen, weil die Rechtsordnung nicht erlauben kann, anders als bei der Almhütte, den Eingriff ins Rechtsgut des anderen. Mit anderen Worten, die Rechtsordnung kann es nicht erlauben, dass drei am Rettungsboot den vierten umbringen, um ihn zu essen. Aber der bloße Umstand, dass die Rechtsordnung nicht erlauben kann, dass so etwas passiert, heißt noch lange nicht, dass im Ergebnis dann auch eine schadenersatzrechtliche Haftung oder, das wäre die Parallele im Strafrecht, eine Strafbarkeit daraus resultiert. Denn bedenken wir, Rechtswidrigkeit heißt, wir verhalten uns anders, als die Rechtsordnung das erwartet, und Verschulden bedeutet, uns ist auch konkret vorwerfbar, dass wir uns anders verhalten haben. Die Rechtsordnung wirft uns vor, dass wir uns hier nicht an die Gebote der Rechtsordnung gehalten haben. In den allermeisten Fällen wird es nicht möglich sein, zu erklären, dass es mir leider nicht zumutbar war oder mir nicht vorwerfbar ist, dass ich mich nicht an die Rechtsordnung gehalten habe. Denn in aller Regel verlangt die Rechtsordnung von uns nichts, was man nicht einhalten kann. Aber es ist vielleicht nicht vorwerfbar, wenn ich vor der Wahl stehe, selbst zu sterben oder jemand anderen sterben zu lassen oder jemand anderen umzubringen, wenn ich dann mein eigenes Leben wähle. Das ist zwar rechtswidrig, aber nicht notwendig subjektiv vorwerfbar, nicht notwendig schuldhaft. Und damit sehen Sie, dass das nur ein Fall für entschuldigenden Notstand sein könnte. Jetzt müssen Sie sich keine Sorge machen, die Fälle stehen natürlich nicht an der Tagesordnung, aber anhand dieser beiden Notstandskonstellationen, rechtfertigender Notstand bei einem starken Überwiegen des Rechtsguts des einen über das Rechtsgut des anderen und entschuldigender Notstand, bei dem das nicht der Fall ist, in einer solchen Situation kann man ganz gut erkennen, wie grundsätzlich Rechtswidrigkeit und Verschulden funktionieren. Und damit sehen Sie insgesamt, was Rechtswidrigkeit ist, wie Rechtswidrigkeit und Rechtfertigungsgründe zusammenspielen und wie sich Entschuldigungsgründe auf der Ebene des Verschuldens in dieses System einbauen lassen.